Die eigenständige Universität Koblenz hat erstmals ihren internen Promotionspreis vergeben. Je eine Forschungsarbeit aus den Fachbereichen Bildungswissenschaften, Philologie, Kulturwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik wurde ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz vor etwa 80 geladenen Gästen statt. Neben den Preisträgern wurden auch alle weiteren Promovierten geehrt, die im Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 ihre Promotion an der Universität Koblenz abgeschlossen haben. Professor Dr. Claudia Kweiser-Pohl, Vizepräsidentin für Forschung und Transfer, über die Bedeutung des Promotionspreises, um die Leistungen des Forschungsnachwuchses zu würdigen. Das ist ganz wichtig, weil gerade die Nachwuchsförderung an unserer Universität sehr wichtig ist und Promotionsarbeiten aus allen Fachbereichen auch ein großer, wichtiger Bestandteil unserer Forschung sind. Ausgezeichnet wurden die vier Promovierten Dr. Linda Schürmann, Dr. Christine Seidenberg, Dr. Tamara Rischen sowie Dr. Konstantin Prinz. Die Glückwünsche wurden neben der Universitätsleitung auch von Bürgermeisterin Ulrike Mors und Werner Höffling, dem Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung Universität in Koblenz, überbracht. Bürgermeisterin Ulrike Mors freute sich, die frisch Promovierten im Rathaussaal empfangen zu dürfen. Ja, ich bin total froh, dass wir die erste Promotionsfeier der Uni Koblenz hier im historischen Rathaussaal feiern konnten. Denn es zeigt ja auch, wie eng die Universität und die Stadtgesellschaft miteinander verwoben sind. Die Uni ist ein Teil der Stadt, genauso wie die Hochschule. Und von daher toll, dass wir gemeinsam feiern. Dann können wir auch gut danach zusammenarbeiten. Den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, ist nicht nur ein wichtiges Anliegen der Hochschulen, sondern kommt auch der Region zugute. Stadt und Universität arbeiten dabei Hand in Hand, um den Forschungsnachwuchs in der Region zu halten. Wir versuchen mit Uni und Hochschule gemeinsam auch deutlich zu machen, welche attraktive Arbeitsplätze hier vor Ort sind. Denn die Region mögen, das tun die Studierenden, das ist gar keine Frage, genauso wie die jetzigen Promovierten. Es geht einfach darum, auch deutlich zu machen, welche beruflichen Chancen gibt es hier. Und das gelingt uns immer besser. Ich denke, dadurch, dass zum Beispiel die Promovierten so lange bei uns an der Universität angesiedelt waren, haben sie auch eine Bindung an die Universität, an die Region bekommen. Und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie auch bei uns bleiben. Und bei zweien der Preisträgerinnen, aber auch bei den anderen Promovierten weiß ich, dass das auch so ist. Die Promotionspreise und die damit verbundene Feier wurden von der Stiftung Universität in Koblenz und dem Freundeskreis der Universität unterstützt. Eine Auflistung aller Promovierten und ihrer Arbeiten aus dem Jahr 2023 gibt es unter www.uni-koblenz.de.